Kurze Frage vorab. Müssen wir mit Mikro arbeiten oder verschiedene des Kölner Stadtarchivs. Vor einigen Jahren geschah das, was wir nicht für möglich hielten. In der Kölner Innenstadt stürzte am Dienstag, den 3. März 2009, das Gebäude des Historiker der Kunst der Stadt Köln ein. Eine Zäsur für ein bis dahin fast unbeschädigtes Archiv mit einer seit dem Dem Archiv wurde vermutlich durch Bauarbeiten in der Überbahn-Unterhalb der Brunnen nach dem bisherigen Kenntnisstand hat ein Erdrutsch in dem Gleiswechselbauwerk unterhalb des Rechnungs dazu geführt, dass das Gebäude eingestürzt ist. Wie schwer wiegt diese Erkenntnis, dass sich der mehr als eine Milliarde teure Bau der Kölner U-Bahn als unbeherrschbares Großprojekt erwies? Da werden Eisenbügel geschoben, Bauprotokolle, illegale Brunnen gesetzt und zugesehene Grundwassermengen abgeholt. Und zusätzlich versagt die Kontrolle auf einen Ebene. Durch den unterirdischen Erdrutsch entstand ein Krater, in dem das Archivgebäude abgerutscht ist. Das Gebäude brach in sich zusammen und kippte teilweise mit einem Fallen nach vorn auf die Sepulchstraße. Teilweise nicht eingestürzt und offenbar in deutlich und glücklich angrenzenden Gebäuden. Kurz nach 14 Uhr wurden die ersten Berichte in den Medien gesendet, was in allen Bereichen der Kulturwelt und bei den Kulturschaffenden zu einem schockartigen Innehalten führte. Im ersten Moment dachten alle zuerst an die Menschen im historischen Archiv. Wie wir im Laufe des Abends und der folgenden Nacht von Kolleginnen erfuhren, konnten alle Mitarbeiter und Besucher das Haus verlassen. Dieses war der Geistesgegenwart sowohl der Bauarbeiter aus der Baugrube als auch der des Haustechnikers sowie der Mitarbeiter im Lesesaal zu verdanken, die noch rechtzeitig die Räume des Hauses fahren lassen. Der Einsturz des historischen Archivs hatte sich unmittelbar zuvor durch die Räucher angekündigt. Zwei Anwohner des nördlichen Wohnhauses verloren bei dem Einsturz des Archivs im Leben. Im Umkreis der Unglücksstelle wurden alle Gebäude evakuiert. 36 Anwohnerinnen und Anwohner verloren durch den Einsturz ihrer Boden. In dem Trümmerfeld auf der Severinstraße wurde das Archivbuch aus 1000 Jahren Schichten verschüttet. Das Gedächtnis der Stadt Köln, so lautete anfangs die Befürchtung, könnte für immer vernichtet worden sein. Und damit eines der größten und bedeutendsten Archive im Deutschland der Welt. Seit dem Nachmittag des 3. März waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Polizei und der Gerichtsdienste ununterbrochen im Einsatz. Die Suche nach den beiden verschütteten Anwohnern gestaltete sich als schwierig. Aufgrund der Einsturzgefährdung der benachbarten Gebäude und des üblichen Untergrundes, da ein weiteres Absacken des Erdbodens befürchtet wurde. Der unter der Unfallstelle liegende Hohlraum des Gleiswechselbauwerks wurde in der ersten Nacht mit 1700 Kubikmeter Beton verfüllt. Erst anschließend wurde ein Betreten der Unglücksstelle überhaupt möglich. Bevor mit der Suche nach den beiden Opfern begonnen werden konnte, mussten zunächst die Dachreste anschließend der Gebäude die sechs überirdischen Magazinetagen. Das Kellergeschoss lag nun als Gemenge aus Bauschutt und Archivbau, teils in den Winterlandschaft der U-Bahn-Baustelle, aber auch im südlichen Bereich des Hauses als ein 8 Meter hoher Schutzriegel auf der Straße. Zeitgleich mit der Suche nach den Vermissten wurde in Absprache mit der Feuerwehr am Abend des 3. März mit der Bergung des ersten Archivgutes begonnen. Zuerst wurden die Archivalien aus den unzerstörten hinteren Gebäudeteilen des Hauses entnommen. In den nächsten Tagen wurde auf der Severinstraße im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet, da auch die Feuerwehr bei der Bergung der Todesopfer rund um die Uhr arbeitete und zeitgleich bei der Suche auch die ersten Archivalien geborgen hat, die dann von Restauratoren vor Ort direkt bearbeitet wurden. Die Bergungsarbeiten in Kölner Severinstraße gestalteten sich aber äußerst kompliziert. Während Teams von Restauratoren und Archivaren damit begannen, die erste Objekte zu sichern,
wie viel Zeit hätten sie nach etwa Missen. Bis zum Auffinden der beiden konnte nur in den Zeiten geworben werden, in denen die konkrete Suchtarbeit nicht durchgeführt wurde. Parallel dazu wurde der Herkules der Umstehenden Wohngebäude vorangetrieben, um den Bereich weiter abzusichern. Diese unglaubliche Situation, die an nachkriegsähnliche Zustände erinnerte, immer wieder eher mal Unterbrechungen, wirkten auf alle Beteiligten stark belastend. Regelmäßig wurden die Umstellung durch Rettungsmittel geführt. Die Höhenrettungsmittel.